Und das ist unser erstes Objekt der Begierde. Eine altersschwache Party-Limo, die mit ihren bedauerlichen 75 PS schon lange aus dem letzten Loch pfeift. Ja, ich bin Pascal und ich verkaufe dieses schicke Gefährt. Das ist ein VW Polo 9N. Ehrlich gesagt, die meisten meiner Freunde wollten nicht mit diesem Auto irgendwo hinfahren. Weil er schon diesen Ruf weg hatte, dass er des Öfteren mal ein paar Macken hat. Also nach und nach sind halt die ganzen Verschleißteile immer wieder kaputt gegangen. Das ist mir sehr oft auf dem Weg zur Uni passiert. Einmal sogar auf dem Weg zum Festival. Gott sei Dank nichts Schlimmes, war nur ein kaputter Reifen. Aber der hat mich schon immer auf Trab gehalten, ja. Pascals Party Polo hat das Baujahr 2003. Und das Beste, was man über ihn sagen kann, ist, er fährt noch. Pascal hat schon mehrfach versucht, seine kleine schwarze Kiste zu verhökern. Aber bislang sind alle potenziellen Käufer bei der Besichtigung sofort geflüchtet. Und darum ist Panayota für Pascal die letzte Hoffnung. Falls sie nicht auch gleich wegrennt. Moin. Ich bin die Panayota. Hi. Hallo, Pascal. Ich bin von der Pascal, hi. Junge, der hat was erlebt, ne? Nein. Der sieht so ein bisschen durchgezecht aus. Der sieht so aus wie so ein klassischer Walk of Shame. Nach einer durchzechten Nacht, so sieht er aus. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, hat 8 Jahre Studium begleitet, ne? Ja, so stelle ich mir die Polos noch vor. Was für ein Baujahr ist das? 2003. Ja, schön. Die Radblenden noch drin. Süß, ne? Ja, Frisbee. Schön. Ich glaube, der hat damals 2,3 gekostet oder sowas. Und ich glaube, so der Otto-Normal-Schrottpreis sind so 200 Euro, ne? Der hatte natürlich einige äußere Makel, die haben mich jetzt aber weniger gestört. Der Griff ist da vorne drin. Ach so. Ach, der Griff ist da. Das ist eine Automatik. Das ist aber ein seltenes Exemplar. Ja, genau, der hat ein Automatikgetriebe. Das ist ja wirklich. Das heißt, du warst schon damals schon richtig klar als Student, eher faul, da kannst du natürlich nicht mehr schalten. Ne? Ehrlich gesagt, war mir das total egal. Ja, aber das ist wirklich was Besonderes in dem Modell, weil die sind meistens eigentlich als Schalter verkauft worden. Was hast du denn alles erlebt mit dem Wagen? Unzählige Studentenpartys innerhalb der Karre, würde ich auch dazu sagen. Hast du schon übernachtet? Ich habe auch da drin übernachtet. Auf seinen Expeditionen zu Festivals und sonstigen Gelagen hat Pascal mit dem Polo schon 195.000 Kilometer abgerissen. Jetzt steht das Auto nur noch rum. Inzwischen ist nicht einmal mehr TÜV drauf. Okay, was möchtest du dafür haben? Ganz ehrlich, der wird wahrscheinlich nie wieder TÜV bekommen. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Insofern sind wahrscheinlich 200, 300 Euro alles, was da noch zu holen ist. Und damit wäre ich absolut zufrieden. Dafür gebe ich alles. Okay, dann sollen wir den mal Werkstatt checken? Gerne. Die Kohle will Pascal in dringend notwendige Reparaturen seines neuen Autos stecken. Denn auch das ist schon nicht mehr ganz frisch. Unsere Autonotfallklinik liegt direkt neben der Auktionshalle. Hier landet jeder Wagen auf der Intensivstation von Kfz-Mechaniker Serdal. Sein Spezialgebiet heißt Lack. Er bringt noch die trübste Schüssel zum Glänzen. Der zweite Mann im Pimping-Team ist Tuning-Spezialist Kai. Egal wie schlimm die Karre durchhängt, er kriegt jedes Auto für den Highway fit. Jungs, hier kommt euer erster Patient, der Party-Polo von Pascal. Hast du denn auch vieles an dem Fahrzeug selbst gebastelt? Das meiste habe ich tatsächlich selber repariert. Ja? Oder mit, also das meiste sogar eher mit einem Freund zusammen, der ein bisschen mehr Ahnung hatte als ich. Kann man aber dann die eine oder andere Kröte sparen. Puh, eine fahrende Baustelle also. Im schlimmsten Fall kommt der Polo zum Ausschlachten beim Autoabdecker. Da könnte die Automatik sogar noch was bringen. Eine wahre Rumpelskiste im Angebot hat der Pascal. Ein schönen Polo. Ich sehe es, ja. Schön. TÜV ist wie lange schon weg? Jetzt 2 Monate. Mhm, ja, okay. Aber er fährt ja noch. Ja. Die Musikanlage, funktioniert die? Nein. Auch nicht. Vielleicht kann man ja noch was für die Boxen. Also die Radblenden, da kriegst du natürlich auch nichts hier. Kannst du höchstens. Aber die packen wir gleich drauf. Du kannst sie höchstens zum Servieren benutzen. Vielleicht machen wir die nochmal sauber. Aber weißt du was? Pascal, weißt du was? Ich habe mir überlegt, eine richtig gute Idee. Weißt du, wie wir noch mehr Geld kriegen? Nö, weiß er nicht. Den lege ich den hinten rein in den Kofferraum. Einfach hinten rein. Wertsteigerung. Zack, hast du den Wert deines Fahrzeuges gesteigert. So schnell verdient man Geld. Nahezu verdoppelt, würde ich sagen. Ich würde sagen. Serdal, versuch mal, bitte, den Wagen
sauber zu kriegen, ein bisschen schick zu machen. Und ich schreibe mir mal 200 Euro auf die Tafel und mal gucken, ob ich damit durchkomme. Oh, ich denke, gern. Ja, kriegen wir. Wird schon. Hoffe ich. Tschüss. Die Pfanne, ja, macht das schon. Die Challenge für die Kfz-Kings, Pascals Möhre so aufwerten, dass sie wenigstens noch 200er bringt. Klingt bescheiden, wird aber eine Menge Arbeit machen. Der Motor, der ist trocken. Ja. Wahnsinn. Aber die Reifen sehen Motor aus wie eine Getriebe. Das sieht aus wie bei dir hier, ne? Ja. Die sind durch. Schön. Weich machen. Euch Kabel abgerissen, ne? Beim Arbeiten hier. Vielleicht. Vielleicht. Och, die Bremsen sind auch durch. Oh. Egal, egal. Auto ist nur noch für die Verwertung. Gucken nach dem Öl, tun ein bisschen Öl rein, dass er sich nicht so schlimm anhört. Es ist gar nicht so leicht, den trotz seiner Macken loszulassen, denn jede Macke erzählt eine Geschichte, an der sehr, sehr viel hängt. Und man kriegt jedes Mal wieder so ein leichtes Grinsen im Gesicht, wenn man an all die schönen Stunden damit zurückdenkt. Für schöne Erinnerungen gibt's aber keine Asche. Also Öl nachfüllen, Radkappen drauf, Fehlerspeicher auslesen. Also Abgasrückführung, sagt er mir hier. Dann die Drosselklappensteuereinheit, Unterspannung. Signal für Motormoment, Drehzahlfühler vorne rechts. Ich werde jetzt die Fehler mal löschen. Kann sein, dass einiges weggeht, aber der ganze Kirmes wird bestimmt nicht weggehen, weil bestehende Fehler halt da sind. Sind die Ricola hier noch frisch oder? Der stand jetzt einen Monat und es war sehr warm. Ich hab Halsschmerzen. Ich garantiere für nichts. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ah doch, die sind noch gut. Die Tüte Bonbons war wohl mit das Wertvollste an dem Auto. Aber selbst Ruinen können noch ein bisschen leuchten, wenn ein Profi an die Politur rangeht. Pascal, willst du schon mal den Unterschied gucken? Vorher, nachher? Ich erhöhe auf 300. Kann passieren. Bringt den Rost schön zur Geltung, ne? Den tun wir gleich ein bisschen auslegen mit schwarzer Farbe. Okay. Dann sieht man den auch nicht so sehr. Ja? Serdal schwingt den Exzenter. Damit Pascal von den Händlern ein bisschen mehr als Mitleid holt. Und fertig ist die Laube. Pascal und Panayota düsen zur Auktion, ohne allzu große Hoffnungen. Der Serdal hat ja jetzt schon so ein ziemlich vernichtendes Urteil gefällt, ne? Kann man so nennen, ja. Aber du hast es ja schon gesagt, das ist eher so der Party-Polo. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir gleich ein paar Groschen dafür bekommen. Spätestens für die Pfandtüte, die wir hinten haben. Die bringt hoffentlich auch ein bisschen was. Aber wie sind jetzt so deine Gefühle? Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Der ist so schön sauber jetzt. Wird man auch ein bisschen sentimental, aber wir lassen das einfach mal auf uns zukommen, oder? Ja, Pascal. Dann ist das jetzt unsere letzte Party, die wir schmeißen in deinem Polo. Aber vielleicht hat er ja noch gute innere Werte. Wer weiß, wer weiß. Das war eine schöne letzte Party. Oh. Er ist schon mal angesprungen. Oh Gott, ich sehe schon Motorkontrollleuchte, das Display. Oi, 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 oi. Mach mal. Ich sag dir ganz ehrlich, Pascal, ne? Wenn das ein Tier wäre, dann müssten wir jetzt zum Einschläfern fahren. Naja, viel mehr als ein finanzieller Gnadenschuss wird wohl auch nicht drin sein. Pascal träumt von 200 Euro. 6 Händler bieten bei jeder Auktion mit. Oder eben auch nicht. Zu verschenken hat keiner was. Jeder will ja mit den Autos auch noch Geld verdienen. Und das sind unsere 10 Autobosse. Die jungen Überflieger. Das ist der Carpark von Sascha Kostjankowski aus Eschweiler bei Aachen. Sein Spezialgebiet, Oldtimer und Exoten. Und ganz nebenbei ist er voll der Charmeur. Mit der Masse dürfen sich gerne mit meinen Mitbewerbern beschäftigen. Da bin ich raus, ich suche das Spezielle. Händler Nummer 2, Stefanos Tsaloukidis aus Wuppertal. Sein Fachgebiet sind Sportautos. Er ist ein echter junger Wilder. Diesen etablierten Autohändlern, die da antreten, die können eigentlich einparken, zu Hause bleiben. Bei ihm wird's teuer. Harun Göksu, Luxushändler aus Remscheid. Bei mir fängt der Spaß ab 200 PS eigentlich an. Auch die starken Ladies haben es in sich. 3 erfolgreiche Händlerinnen, die sich von keinem Kerl was sagen lassen. Allen voran Sarah aus der Nähe von Kiel, das knallharte Küken. Ich weiß ganz genau, was ich will. Und das ist Lady Nummer 2, Mandy, die Powerfrau aus Dresden. Ich bin mit Fahrzeugen groß geworden. Und Männer, nehmt euch in Acht, denn ich weiß oftmals mehr als ihr. Das geht ihr genauso. Ulrike aus Teltke bei Münster, die Hartnäckige.
Den dümmsten Spruch, den ich je gehört habe als Frau, war die Aussage, meiner Frau kaufe ich kein Auto. Nächste Gruppe, die Schrotthändler mit Stil. Und er ist der König der Blechfriedhöfe. Fred Bauhaus, Schrottplatz Urgestein in Duisburg seit 46 Jahren. Jungs, ich sage euch nur eins, bringt mal richtig Kohle mit, damit ihr auch was kaufen könnt. Aber kriegen tut ihr vielleicht gar nichts, weil ich richtig absahnen möchte da, aber richtig. Ciao! Auch er sahnt gerne ab. Michael Kappenstein aus Waldbröl, der überlegte. Der Zustand ist nicht immer wichtig, wenn der Preis passt. Die alten Hasen sind die letzte Händlergruppe. Kerle wie Markus Niemann aus Gelsenkirchen. Markenzeichen Ruhrpott-Schnauze. Wenn mir bei der Auktion irgendein Auto gefällt und ich will den, dann will ich den. Ich nehme die Butter vom Brot und den Schinken noch mit dazu und auch das Brot und das Brettchen. Thomas Topper Schmidt aus Köln ist der Rocker. Ich bin spezialisiert auf Vespa und Harley-Davidson. Was aber nicht bedeutet, dass mich alles andere nicht interessiert. Ganz im Gegenteil. Hauptsache hat zwei Räder und ein Verbrennungsmotor wäre schön. Liebe Händler, hier kommt unser erstes Objekt, der schlachtreife Party-Polo von Pascal. Wunschpreis 200 Euro. Ich würde mir einen Porsche wünschen. Oh, das klingt nicht wie ein Porsche, mein Lieber. Das klingt wie ein kaputter Porsche. Ja, das aber. Ja, einer, der nur auf vier Zylindern läuft. Ja. Das, was wir hören, das ist irgendwas Kleines. Kleines, ja. Ah, von wegen. Okay, ein vorne geht schon mal ein Licht nicht. Okay. Autohändler lieben Macken, denn die drücken auf den Preis. An Pascals Polo werden sie da sehr viel Liebenswertes finden. So, liebe Händler, der liebe Pascal hat euch einen Polo 9N, so glaube ich, mitgebracht. Mit 193.000 Kilometern gefahren. Pascal, der hat nicht immer erlebt. Der war auf Partys, auf Festivals. TÜV wäre schön gewesen, hat er nicht. Ja. Habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass da was geleuchtet hat im Armaturenbrett. Es leuchtet fast. Hören wir das Wort fast? Fast alles. Es leuchtet. Es ist jetzt nicht direkt ein Tannenbaum, der leuchtet. Aber so mehr oder weniger. Es ist so ein kleines Glühlämpchen, was ich glaube, ich weiß nicht, ob es ABS war. Nur, dass ihr es wisst, er hat eine Automatik. Was der damals, ihr wisst es, nicht so oft war. Und was, ich finde, dieses Auto noch besonders macht. Haut rein. Die Spielregel? Unsere Händler haben nur 5 Minuten Zeit, bevor sie ihr Gebot abgeben, um alle Mängel zu entdecken und auch alle Pluspunkte. Oh, guck mal, hier ist mehr Pfand drin, wie ein Auto wert ist immer. Ich möchte mich noch mal fühlen wie 18. Was mir ins Auge schießt, es muss besonders sein, muss irgendwas Spezielles haben. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es ist wie bei einer Frau, sie muss einfach das Herz berühren. Ich muss einfach das Auto sehen, muss es für gut befinden und muss intern kalkulieren, dass ich da unseren üblichen Schnitt mache. Und dann ist mir alles andere ganz, ganz, ganz egal. Da kommt mal so gar nichts. Da kommt nichts, genau, das ist das Problem. Zündung wahrscheinlich. Die Soundanlage, die wäre richtig geil, wenn sie laufen würde. War das dein letzter Verhandlungsspielraum? Hör mal, kannst du bitte mein Goodie da drin lassen? Du, komm, das nehmen wir auf. Oh, eine Tastatur. Schau mal an. Ja, kannst du alles mit rausholen. Leute, mal gibt's Winterräder. Kauft das Auto nichts. Mal gibt's richtig Bares. Okay. On top. Große Scheiße, würde ich sagen. Ja, einen schönen alten Polo mit Automatikgetriebe von 2003. Ein alter Bock, der hier und da Löcher hat. Was er auch braucht, ist halt ein Polo, 9N. Ist der Scheckheft gepflegt? Scheckheft? Geil. Entschuldigung. Hör mal. Das war raus. Süß von dir. Da sind mehrere Hefte drin, allerdings kein Scheckheft. Er ist Lehrer, fast noch nicht. Referendariat, ne? Angehend. Er ist bald Lehrer. Das ist der Party-Polo. Der hat einiges erlebt. Ist, ich finde ja, beste Auto zum Autolernen. Einsteigerwagen. Also grundsätzlich ist es ja so, ich würde dem Mann noch Geld geben, wenn ich ihn nicht kaufen muss. Aber hier in dem Fall, weil ich will ja was für gute Zwecke, für einen Lehrer tun, ein Angebot von mir und 200 Euro, dann bin ich weg. Ja. 250. Schön. Dann habe ich jetzt noch 2 Kollegen drin. 3. Cooler Typ.
kein cooles Auto. Sorry, also ich wünsche dir ganz viel Glück, dass du ganz viel bekommst. Ich bin raus. Pascals Traum von den 200 Tacken wird wahr. Aber Panayota will mehr. Komm mal ein bisschen näher. Kommt noch mal. Wir haben ja jetzt hier, sind wir ja die Letzten. Komm ruhig auch zu mir. Ist der da? Also, der ist durchreißend. Der ist durchgerostet, Stephanos. Hörst du? Ja. Durchgerostet unten. Kannst du so ein bisschen was abreißen? Ist kacke. Loch? Haben wir ein Loch? Der hat bestimmt ein Loch. Ich weiß es nicht, aber der hat ein Loch. Den kannst du bei mir auf den Schrottplatz bringen. Ich bin in Waldpol, kennst du bestimmt, ne? Ist nicht weit von Meiershagen. Nimmst du deine Jungs mit, jetzt zerkloppt dein Auto bei mir auf dem Schrottplatz. Kriegst bei mir 300 Euro und darfst ihn komplett kaputt schlagen, bis nichts mehr dran ist. Das kann ich machen, weil das hier ein guter Zweck ist für einen jungen Studenten, der bald Lehrer ist. Aber ansonsten bin ich raus. Schrottplatz. Also 300 Euro. Dann gebe ich dir 320 Euro, weil ich habe Bock auf ein paar Schrauben drehen, Muttern drehen. Ich schlacht mir die Teile raus und braucht die Teile. Mitnehmen, das ist so halt wie, wenn wir jetzt im Supermarkt einen Apfel, der eine Stelle hat, da schälst die Stelle raus und den Rest weiter, ne? Den isst du ja auch. 320? Ja. Sarah hat Bock. Ich hätte auch Bock gehabt. Ja. Als ich gehört habe, dass das Ding ein Loch hat. Ich weiß es nicht. Ich sag mal lieber, der hat ein Loch als kein Loch. Ja, aber das ist mir zu viel Risiko. Du kannst es drunter, willst dich drunter legen. Leg dich doch mal drunter, Stefano. Komm. Komm, nimm die Lampe. Wo ist die Lampe? Gib mir die Lampe. Ich hab dir jetzt das Geschäft deines Lebens unter die Lampe. Gib mir die Lampe. Ich mache jetzt hier noch mal, ich leg mich hier voll ins Zeug jetzt noch mal hier, ne? Legt euch zusammen und das Auto, vielleicht habt ihr wenigstens noch einen schönen Moment. Von wegen, harte Händler können keine Romantik. Der junge Wilde Stephanos und das knallharte Küken Sarah beim Unterbodendate am Polo-Kadaver. Ich habe tatsächlich keine Löcher gefunden. Ich wurde ja darauf vorbereitet. Ich habe kompletten Ehrgeiz hier gezeigt, habe mich unter das Auto gelegt. Aber ich habe tatsächlich nichts gefunden. Wir können ja kurz einen Schmerz ausmachen. Ja. Das ist eigentlich. Guck mal, der denkt sich, der macht hier das Geschäft seines Lebens. Nee, der ist ein höflicher Mensch. Also, 320, Stefano, was sagst du? 3,50 und wenn du jetzt noch einen 10er drauflegst, dann bin ich raus. Bin ich ganz ehrlich. Dann brauche ich noch. Willst du den unbedingt haben? Ich glaube, hätte ich den jetzt noch mal fertig gemacht, so ein Anfängerauto, Automatik, 1,5 kannst du da dran schreiben, dann hast du einen Tausender gemacht. Deswegen war ich noch ein bisschen interessiert. 3,50, wenn du jetzt 360. Sagst. Ja, passt. Aber dann kam noch mal die Sarah mit einem anderen Angebot. Da habe ich mir gesagt, komm, jetzt bist du raus. 360 Euro. Weißt du, guck mal, der grinst, der ist glücklich immer. Der hat schon bei 200. Ist das mit? Moment. Mit 360 und hier liegt ja mindestens auch noch mal 530 Euro, Leute. Unbedingt. Ja. Guck mal, hallo. Wir müssen uns kurz beraten. Möchte jemand noch Sarah überwinden? Was willst du denn da noch beraten, hör mal? Was willst du denn da noch beraten? Hör mal, da steht ein Dummen auf. Verkauf. Mach den Sack zu und Feierabend. Das kann nicht wahr sein, hör mal. Die einzigen Säcke, die zu sind die Pfandsäcke. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen uns beraten. Wir müssen uns beraten. Sarah, Glückwunsch zum neuen Auto. Das geht klar. Sarah. Also, wann fand ein? Ich mache hier den Kurs. Okay, na dann sind wir aber gespannt. Beste Auto von Welt. Also, möchtest du das Geld verkaufen? Finde ich super. Ich muss wirklich sagen, die Panayota, die macht einen Wahnsinnsjob. Was die hier noch mal an Kohle raushaut, wirklich für den Verkäufer. Eigentlich heißt das Motto ja aufpoliert und abkassiert. Aber jetzt hat zum Beispiel wieder der Verkäufer abkassiert. Also 360 Euro, er beißt sich auf die Lippen. Ja, es fällt ihm schwer, aber er sagt ja. 360 Euro, ja. Der Deal ist perfekt. Pascal räumt dank Panayota richtig ab. Direkt Cash haben. Weil habe ich nur einen kleinen. Ja, machen wir. Ja? Vielleicht geht eine Finanzierung. Das große Plus bei aufpoliert und abkassiert: Man kriegt sein Geld Cash auf die Kralle. Pascal kann die Kohle sofort in sein neues Auto stecken. 3? Jawohl. 50 und dann für den 10. War eine ganz knappe Kiste für dich, ne? Erti, ich hätte auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass ich so viel Geld noch bekomme, ja. Also, was heißt so viel Geld, aber. Mehr als ich erwartet hätte, ja. Der Pascal hat den Deal seines Lebens gemacht. Er hat doppelt so viel fast rausbekommen, wie er sich gewünscht hat. Er war ja ganz bescheiden, hat gesagt, wenn ich 200 kriege, dann ist gut. Jetzt hat er fast das Doppelte und ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Okay. Was wolltest du haben? 200. Ja.
Habt ihr gehört, er wollte 200 haben. Aber das Automatikgetriebe ist tatsächlich ein Exot. Also, aber schaltet er sauber? Der schaltet super sauber, ja. Echt? Ja, ja, das ist, also, das ist tatsächlich das Einzige, was wirklich gut funktioniert bei dem Auto noch. Aber alleine das ist gutes Ding. Also, gibt mehr Leute, die das brauchen, als man denkt. Ach, du bist die Karre los, ich habe Kopfschmerzen mehr und dann ist gut.